Papa Platte hat ein Video hochgeladen, warum Berlin die beste Stadt Deutschlands ist und hat direkt mal 500 Dislikes tatsächlich kassiert. Kevin kennt sehenswürdig kein Berlin, obwohl er da nicht wohnt. Auch Kevin kennt die Dönerpreise aller Dönerladen. Perfekt, Digga. Also ich bin mal gespannt, was Kevin jetzt hier sagt, warum Berlin die beste Stadt Deutschlands ist. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Meine Ansage an Papa Platte. Komisch, die hat keine 500 Dislikes, Kevin. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Extrem peinlich. Naja, scheint es einfach nicht so gut anzukommen bei den Leuten. Nice. An der Stelle, meine Freunde, checkt auf jeden Fall mal den Red Bull Superiosity an der Stelle nochmal ab. Ich würde sagen, erstmal hier ganz kurz, warum Berlin die beste Stadt Deutschlands ist. Viel Spaß. Okay, let's go. Link zu Red Bull Superiosity ist natürlich in der Videobeschreibung. Yes, sir. The King, you know what to do. Freunde, ihr habt vielleicht das Video gesehen von Revi, wo er meinte, er müsste mir 5 Minuten erklären, warum Köln besser ist als Berlin. Und das ist natürlich kompletter Humbug, deswegen machen Timo und ich uns jetzt auf die Reise, Freunde. Warum sieht Kevin wirklich immer mehr aus wie eine alleinstehende 50-jährige Kettenraucherin, Digga? Oder? Also findet ihr nicht auch, dass Kevin vom Look her mit dieser Perlenkette, der Brille und dem Basket einfach aussieht wie eine kettenrauchende, alleinstehende Frau, die Hartz IV bezieht? Ich weiß es nicht, Mann. Durch Berlin, wir werden euch die geilsten Ecken in Berlin zeigen. Okay, Kevin, wie willst du mir die geilsten Ecken aus Berlin zeigen, wenn du nie draußen bist? Oh mein Gott! Und ich habe mein Pullover falsch rum an. Irgendwie bin ich auch mega müde. Hast du da vielleicht eine schnelle Lösung oder so für mich? Ey, Digga, wirklich voll gut, dass du fragst. Ah, auf entspannt erstmal meinen Joke übernommen. Sehr gut, Kevin. Proud of you. Ich hab nur einen. Hier, Bruder, lass das schmecken. Ja, vielen Dank. Entspannend. Ja. Achso, Freunde, und checkt mal den ersten Link in der Beschreibung. Eventuell kommt da was Krasses auf euch zu. Aber mehr dazu später im Video. Let's go. Man muss dir vorstellen, Revi hat in seinem Video gesagt, dass die sehen. Ich verstehe leider gar nichts. Alles, was ich höre, Kevin, ist. Würdigkeiten in Köln einfach geiler sind als die hier in Berlin. Okay, vielleicht Untertitel anmachen, Bruder. Und er meinte, dass das hier, der Berliner Dom, einfach wacker ist als der Kölner Dom. Ich habe gesagt, das Brandenburger Tor, Bruder, und ich wusste nicht mal, dass Berlin einen Dom hat. Guck dir den mal an, wie der aussieht. Der ist 10 Meter hoch. Digga, euer Dom ist so fucking kacke. Da hängen nur Lappen rum. Mein Bruder, guck dir das hier an, Digga. Traum. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Digga. Aber einfach Traum. Und dann haben wir hier noch... Ich verstehe jetzt erstmal an der Stelle nichts und vor allen Dingen ist es auch nicht der Berliner Dom, Kevin. Ich glaube, das heißt anders tatsächlich. Also ich muss an der Stelle auch sagen, du weißt ja nicht mal scheinbar, wo du gerade rumläufst, Kevin. Also Statue mit so ein paar Pferden und so ein paar Leuten und so. Ich verstehe das gerade nicht. Oh, Digga, ehrlich gesagt habe ich auch keinen Plan, was das ist. Ah, okay, das ist Friedrich der Große, Bruder. Achso, kennst du den? Ja, ja, guter Kollege auch. Ja. Hier auch ein legendäres Objekt. Hier wurde der teuerste Döner Berlins vergenussferkelt, damals mit Dominik. Oh. Sehr okay. Legendär hier. Bald die 1 Million Aufrufe. Oh, nice. Und Revi hat irgendwas gelabert von wegen. Ich habe schon vergessen, wie es heißt, irgendwie so ein Köln-Bogen, keine Ahnung. Und er meint, es ist geiler als das hier. Ja, Bruder, also nochmal, das Brandenburger Tor ist das dümmste Tor der Welt, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Tor soll ja eigentlich Leute, sag ich mal, auf und zu gehen, aber das hat nicht mal Türen. Also Bruder, jetzt mal unter uns gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, Kevin, unter uns gesagt, wo bringt dieses Tor irgendeinem was? Das sieht einfach nur aus, das gleiche Ding steht doch im Phantasialand in Brühl. Bruder, das ist, tut mir leid, das ist wack. Digga. Der Mann ist komplett lost. Das ist eigentlich so eine kleine Typerie, ich weiß nicht, was der will, nur weil das älter ist. Einfach nur cringe, Digga, wirklich. Ich finde es gut, dass Kevin so viel Production auch in das Video gestreckt hat. Wirklich, Mann. Wir kommen zu was, womit ich mich wirklich auskenne. Wir sind gerade bei Chupenga, meinem Favorite Burrito-Laden. Ah, Kevin hat mal wieder keine Sehenswürdigkeiten tatsächlich, sondern nur wieder was zu fressen rausgesucht. Hier ist mein Init. Grüße dafür. Ich will nicht erzählen, dass es einen Burrito-Laden in Köln gibt, der besser ist. Wenn ihr sagt, es ist so, dann ist es fucking Cap. Okay, Burrito Bay zum Beispiel, also Burrito Rico in Köln. Mm. Papa Platte mag ich, aber nicht Berlin. Traum einfach, Digga, no joke. Bruder, ich wollte ein paar Sehenswürdigkeiten aus Berlin sehen und nicht, wie du hier wieder einen Döner wegfrisst. Ja, du gibst noch schön. Paar geile Tortilla-Chips, Junge. Mit Guacamole und Sour Cream. Junge. Guck mal, Kevin kann euch gar nichts über Berlin erzählen, weil Kevin ist erstmal in Brandenburg geboren. Der wird niemals als Berliner anerkannt werden. Und alles, was Kevin in Berlin macht, ist einfach nur fressen und streamen. Das könnte Kevin auch in Kapstadt machen und er würde sich trotzdem nicht in der Stadt auskennen. Das Leben einfach, Junge. Perfekt. Freunde, ihr habt vielleicht in Köln den Lukas Podolski Eisladen, aber das ist nichts im Gegensatz zu dem, wo wir jetzt hinfahren. Let's go. Real Rap, eigentlich müsstest du das hier nehmen.
Das ist so heftig, Digga. Da sind so Stücken von Cheesecake mit drin, Digga. Das ist überkrank. Weil ich hätte gerne zwei Waffeln. Einmal Blueberry Cheesecake und noch die andere... Okay, aber gucken wir dem Mann jetzt nur beim Essen zu? Tut mir so weh, Digga. Guck's dir an, Junge. Ein Traum von einem Eis, Alter. Okay, du musst jetzt probieren. Also da ist wirklich sehr viel Production Value hinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber chilliges Mukbang, Kevin. Da ist Käse drin, kann das sein? Nee, schmeckt gut. Digga, das ist eine arschgeile Reaktion, Digga. Perfekt. Perfekt, nicht mal deinem Kameramann schmeckt. Ähnlich wie Revi fragen wir jetzt ein paar Homies, was die über Berlin denken und warum es besser ist. Aber im Gegensatz zu Revi müssen wir die nicht bezahlen. Bruder, pass auf. Wir drehen ein Video. Moment mal, Homies. Oder Marcel Skorpion ist dein Freund. Warum Berlin besser ist als Köln? Und du hast ja in beiden Städten schon gelebt. Ja. Was ist an Berlin besser als in Köln? Gut, Marcel Skorpion spielt den ganzen Tag Dart. Ob das jetzt eine Meinung ist? Das Ding ist, ich finde halt Köln viel geiler. Gut, Digga, ey. Also wirklich, Kevin, das Video ist ein absoluter Reinfall, wirklich. Das ist ein Reinfall-Video, wenn du in Köln in den Rhein fällst. Halt dein Maul. Okay, ich sag jetzt mal ein echtes Argument. Schneid mal raus. Okay. Nein, Digga. Nein, also was an Berlin auf jeden Fall besser? Sorry. Wir brauchen jetzt dein Statement, was an Berlin geil ist und warum es besser ist als Köln. Boah, ich glaube, Multikulti ist immer so das Erste, was allen in den Sinn kommt. Aber für mich ist es auf jeden Fall einfach, weil ich hier aufgewachsen bin. So. Und okay, das ist ein valides Argument, kann ich zuzählen. Kevin ist in Brandenburg aufgewachsen, der hat dazu nichts zu sehen. Weil ich die Szene irgendwie cooler finde und nicht so den Bezug zu Köln habe. Schönen guten Tag, Teller mein Name. Ja, bitte. Ich würde ganz gerne Ihren lutschen. Ja, dann ja. Kommt ihr doch mal ins erste Obergeschoss. Jo, perfekt. Wir drehen ein Video, warum Berlin cooler ist als Köln. Hat es für ihn als Kameramann nicht gereicht oder was, moneytechnisch, Kevin? Wir brauchen jetzt dein Statement, warum Berlin cooler ist als Köln. Hast du schon mal Köln draußen? Perfekt, Digga. Kevin geht in Berlin auch nicht draußen. Raus. Tschüss, schönen Abend noch. Okay, aber ich habe jetzt nichts von der Stadt gesehen bis dato. Das letzte Mal, wo ich hier war, war es einfach so übel leer und schauen wir sich hier so Leute und so. Richtiger Club geworden. Digga, ich schwöre. Ach du Scheiße, Digga, wer ist denn er? Warte mal, bist du das hier rechts? Ja, Bruder, ich sehe einfach aus. Danke, Mann. Jo, danke dir. Stabiles Blazes. Okay, Freunde, aber jetzt mal Spaß beiseite. Revi und ich und Red Bull zusammen haben uns überlegt, dass wir ein Event auf die Beine stellen, das Red Bull Superiority, wo wir quasi endgültig klären, was die bessere Stadt ist, Berlin oder Köln. Es ist relativ obvious, weil Berlin easy auch wahrscheinlich die leiseren Leute zum Zocken. Ich habe jetzt, wie gesagt, nichts davon mitbekommen, Bruder. Ich habe von Berlin nichts gesehen, außer dass du die ganze Zeit gefressen hast, Mann. Und wir haben uns überlegt, wir klären das Ganze in dem einzigartigen Spiel. Und zwar spielen wir PUBG. PUBG, Ladies and Gentlemen. Okay, an der Stelle, meine Freunde, ihr seht ja hier den Link nochmal zu Red Bull Superiority. Ihr scrollt hier einfach runter. Wir habt ihr die Möglichkeit, klar, für Berlin anzutreten im oder halt hier im Experion. Da könnt ihr natürlich hier an der Stelle auch mal definitiv ganz kurz einmal abstimmen. Hier. Einmal kurz abstimmen hier an der Stelle, dass ihr natürlich für mich spielt, anstatt für Papa Platte. Das wäre sehr schön. Und also man hätte jeden anderen nehmen können, tatsächlich der Berlin repräsentiert. Aber Kevin kennt sich halt in Berlin absolut nicht aus. Gut, dass jetzt hier auch mehr Votes tatsächlich von Papa Platte drin sind, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Papa Platte einfach öfter streamt und ich gerade eine Pause habe. Perfekt. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es halt Köln. Meldet euch hier gerne an, holt euch Tickets. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit rein schallert, meine Freunde. Ich würde es einfach sehr fühlen. Hier, schallert mal hier nochmal ganz kurz ein Vote rein, meine Freunde. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr hier mal ganz kurz einmal auf Revinzeit drückt. Es wäre einfach nur perfekt, meine Freunde. Es wäre einfach nur noch perfekt. 95% haben wir nicht auf Papa Platte gedrückt. Nee, ich nehme an, die schielen halt, wie die meisten Leute aus Berlin. Okay, jetzt reicht's. Jetzt mal ganz ehrlich, wird ein fettes Event, wird sehr, 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 sehr geil. Wird eine aggressiv geile Nummer. Ich freue mich sehr. Ich habe auch wieder richtig Bock, PUBG zu zocken. Kevin, echt ein tolles Video. Man hat nur die Hälfte verstanden. Man hat nichts aus Berlin gesehen. Ganz cool. Ich glaube, da hätte sogar Marcel Skorpion besser, was er bei Berlin jetzt erzählen können. Guck ganz kurz, bis ich hier gewonnen habe, meine Freunde. Und morgen geht es für mich auch wieder auf einen sicken Dreh mit Red Bull. Ich küsse die Herzen von allen Leuten da. Ihr drückt jetzt hier an der Stelle nochmal rein. Perfekt. Sobald wir jetzt hier über 50% bei Kevin liegen, würde ich sagen, ist die Abstimmung jetzt auch hier gleich beendet. Passt auf, ich zeige es euch kurz. Ist jetzt folgendes der Fall. Wir haben jetzt hier auch gleich tatsächlich schon gewonnen. Ja, jetzt sind wir hier gerade bei 50-50. Ja, jetzt seht ihr hier gerade schon, dass ich hier tatsächlich im Live-Voting gewonnen habe. Und checkt das auf jeden Fall mal aus. Drückt mal hier unten alle auf den Revi-Button. Ich küsse eure Herzen. Danke an Red Bull. Danke an Kevin. Gutes Video. Ich freue mich, dich abzuziehen. Okay, let's go.